und habe gar nicht unbedingt den Hauptfokus auf das Älterwerden gehabt, was wir aber sehr wichtig finden zu mitdenken, sondern wir denken auch gleich mit Kultur und Gewerbe und alles Mögliche und denken halt vor allem auch in den Stadtteil St. Pauli, weil wir da verwurzelt sind im Kulturleben, im Nachtleben und sonst was und wir da eigentlich auch bleiben wollen, auch wenn wir alt werden. Und genau, wir uns dann sehr auf diesen Stadtteil fokussiert haben und gesagt haben, nein, hier bleiben wir, hier kriegt uns keiner weg. Und genau, und wir dann sozusagen gedacht haben, okay, wir suchen uns Objekte im Stadtteil und spinnen eine Idee, was wir daraus machen können. Und da haben wir also das queere Wohnen, das queere Altern und im Zusammenhang mit dem Alter möchten wir gerne Care-Arbeit haben, auch im Haus verankert, also queere Pflege. Und dann haben wir die queere Kultur und die queere Gastronomie und queeres Gewerbe. Und wir denken auch groß, also wenn man zum Beispiel die Schilleroper nähme, gäbe es in der Mitte den Kulturraum mit den angrenzenden Räumen. Und dann könnte man zwei sehr hochgeschossige Gebäude rechts und links bauen, eins mit Gewerbe und eins mit diesen Wohneinheiten. Wo es auch schon einen Plan von gibt, wo es auch schon einen Plan von gibt, von der Stadt her, die so etwas schon mal durchgespielt haben. Und das kann man, glaube ich, auch irgendwo online sehen, ich weiß nicht mehr wo. Und das auf jeden Fall kann man da ein sehr großes Gebäude daraus machen und also viele Möglichkeiten kann man mit diesem kaputten Baugrundstück tatsächlich realisieren. Und eine dritte Möglichkeit, die wir auch erstmal nur angedacht haben, ist, dass die Kirchen, die evangelische und die katholische, in den nächsten Jahren Teile ihrer Grundstücke, ihrer Gebäude, die sie im Stadtteil haben, wahrscheinlich veräußern oder verpachten werden müssen. Die schrumpfen, das ist einfach so. Und auch da haben wir uns schon Grundstücke angeguckt und überlegt, wäre das eine Möglichkeit, eine ausgesegnete Kirche, ein altes Schwesternwohnheim oder eine konfessionelle Grundschule zum Beispiel, die man umwidmen kann. Und das sind halt die Gedanken, dass wir nicht neu bauen wollen und also nicht im klassischen Sinne eine Bauinitiative sind, sondern erstmal eine Gruppe von Menschen, die sagen, ey, wir haben eine Vorstellung, wir wollen das groß und laut hier im Stadtteil haben, auch mit der Nachbarschaft, ohne die geht es ja nicht. Soll mit einbezogen werden, aber da gibt es jetzt nicht wirklich das Konzept und auch nicht das Finanzierungskonzept. Und wir saßen auch wie das Projekt vor uns bei Stadtbau und das ist einfach eine total tolle Quelle für alle möglichen Informationen. Wie kann man es finanzieren? Wo kriegt man Informationen? Was sind die nächsten Schritte? Und so sind wir halt am Sammeln von Ideen und haben halt ein erstes Konzept geschrieben und dieses Konzept haben wir verschiedenen Menschen aus der Politik im Stadtteil, aber auch auf der Senatsebene einfach schon mal gegeben, eine Kurzfassung unserer Idee und die Rückmeldungen waren alle positiv. Mit aller Vorsicht, Politikerinnen und Politiker können jetzt viel erzählen und sagen, aber das Wohlwollen, dieses wow, das ist ein tolles Projekt, und das war überhaupt keine Frage, ja klar, wir denken das auch groß, das war überraschend.